Also ich bedanke mich bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für eine spannende Veranstaltung zum Thema TTIP. Die Stiftung hat wirklich Liberalität bewiesen. Erstens, indem sie mich eingeladen hat. Zweitens, indem sie in der Karl-Marx-Straße hier in Potsdam residiert als liberale Stiftung. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich würde der Stiftung auf den Weg geben, sich natürlich weiter mit dem Thema Welthandel, internationaler Handel zu befassen. Das vielleicht nicht unter dem engen Begriff Freihandel zu tun, sondern eher unter dem Begriff fairen Handel. Und ich würde natürlich mit allen gesellschaftlichen Gruppen in Kontakt treten, im ökonomischen Bereich vor allem mit der mittelständischen Wirtschaft, weil dort sind ganz unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema vorhanden. Und man sollte sich wirklich lösen von den massiven Interessen von Großkonzernen, von Großunternehmen, die leider eben auch bei TTIP und bei anderen Handelsverträgen zu viel gemeinwohlgefährdende Regelungen durchbringen.